Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich für euch einen Cherry Apple Pie. Ganz lecker und ganz frisch und fruchtig und mit dem leckeren Mürbeteig einfach ein richtig schöner Crunchy-Effekt. Wie ich ihn zubereite, das seht ihr gleich. Dazu brauche ich Butter, am besten oder eigentlich kalte Butter, in kleine Würfel geschnitten und dazu Mehl und Puderzucker. Anschließend gebe ich noch einen Teelöffel Salz dazu und das alles verknete ich und verarbeite ich mit den Händen. Da mir die Butterstückchen noch zu groß waren, habe ich sie jetzt noch mit einem Messer etwas kleiner geschnitten. Und das alles werde ich jetzt mal mit den Händen richtig schön durchkneten, miteinander vermengen. Und anschließend gebe ich noch frisch gepressten Zitronensaft dazu und Wasser. Die genauen Mengenangaben und Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox, Box natürlich, und in Kürze auch auf meiner Homepage rons-kitchen.com. So, das Wasser und der Zitronensaft sind nun dazugegeben worden und jetzt geht's weiter mit einem zügigen Verkneten, damit sich ein schöner Teigklumpen bildet. Nachdem ich die Zutaten zu einem schönen glatten Teig verarbeitet habe, teile ich ihn jetzt in zwei Hälften, lege dann die zwei Hälften in Klarsichtfolie und drücke den Teig platt, damit ich ihn nachher einfacher ausrollen kann. Und der geht jetzt so für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Für die Füllung nehme ich Granny Smith Äpfel, 200 Gramm und Kirschen aus dem Glas. Das alles gebe ich in einen Topf. Und dazu kommt jetzt Maisstärke, die habe ich mit Zitronensaft verbunden. Ihr seht, was hier passiert. Wenn ihr mir sagen könnt, was da passiert, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Schaut euch das mal an. Die Maisstärke mit dem Zitronensaft gebe ich jetzt in den Topf mit den Äpfeln und den Kirschen und falls ich es noch nicht erwähnt habe, die Kirschen ohne Saft. Das alles köchel ich dann etwa 10 Minuten maximal, bis sich alles schön aufgelöst hat, also diese Maisstärke, aber immer rührend und auf ganz leichtem Feuer, damit es nicht anbrennt. Und anschließend stelle ich den Topf mit dem leckeren Kirsch-Apfel-Gemisch kalt. Nach einer Stunde nehme ich die zwei Teigplatten heraus und rolle sie mit dem Nudelholz aus. Und zwar sollte die eine größer als die Tateform sein und die hat einen Durchmesser von 30 cm, also sollte sie auch noch einen Überstand haben, damit man an den Tateformrändern den Teig noch ein bisschen hochziehen kann. Dabei rolle ich den Teig auf mein Nudelholz und somit kann ich ihn dann viel, viel einfacher in die Tateform legen, so wie ihr das hier jetzt sehen könnt. Den Überstand des Teiges drücke ich jetzt in die Ränder bzw. in die Wand der Tateform und am Ende sieht das dann so aus. Jetzt steche ich noch einige Löcher mit der Gabel in den Boden, damit er beim Backen nicht aufgeht. Und zuerst backe ich den Teig blind, das heißt ich lege Backpapier auf den Teig in die Tateform und darauf könnt ihr Backerbsen, ich habe jetzt hier gewöhnliche Linsen drauf gemacht, damit das ein bisschen erschwert und ein bisschen Druck gibt. So lege ich ihn dann in den Ofen für ein paar Minuten. Aus der zweiten Teigplatte schneide ich dann 8 Streifen heraus, länger als der Durchmesser der Tateform, und wenn der Kuchen fertig gebacken ist, nehme ich ihn raus. Der kann noch warm sein und darauf gebe ich dann die kalte Füllung. Und jetzt, wenn ich das getan habe, kommen die Teigstreifen zum Einsatz. Mit den Teigstreifen lege ich einfach ein Gittermuster auf den Kuchen. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut, dann entdeckt ihr einen Fehler. Und wisst ihr, welcher Fehler das ist? Dann sagt mir Bescheid und schreibt ihn mir in die Kommentare. Und zuletzt nehme ich noch etwas Wasser und Eigelb und das verquirle ich zusammen und bestreiche damit dann diese Teigstreifen, damit die nachher eine schöne Farbe bekommen. Und so geht er dann in den Ofen. Und fertig ist der leckere Cherry Apple Pie.
ein ganz toller und leckerer, frischer, fruchtiger Kuchen mit einem richtig schönen Crunchy-Effekt, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, durch diesen leckeren Mürbeteig. Ihr solltet ihn servieren, wenn er abgekühlt ist, also mindestens 1-2 Stunden später. Und wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch gar nichts. Ihr findet mich auf Facebook, auf Twitter und Instagram. Und natürlich könnt ihr auch meine Homepage besuchen, www.rons-kitchen.com. In eigener Sache nochmal etwas, und zwar habe ich seit kurzem eine eigene App, Ron's Kitchen, und die könnt ihr euch kostenlos runterladen auf iTunes. Und schaut mal rein, ladet euch die App runter und sagt es weiter und ladet alle Freunde ein, die ihr habt, und ihr würdet sehen, es ist echt eine ganz, ganz tolle App. Und wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Video, und bis dahin, tschüss!